Nein. 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 Oh. Die Clownsnase ist rausgekommen. An der Stelle ist jetzt ein kleines Loch. Hinter der abgebrochenen Nase ist ein kleines Loch. Hinter der abgebrochenen Nase ist ein kleines Loch. Das kann ich nicht tun. Let's get out. Ja, ja. So behindert das Spiel ist mittlerweile, aber es ist irgendwie auch witzig, ne? Also es ist total außer Kontrolle. Das ist, es ist komplett außer Kontrolle. Der linke Flügel der Engel. Ein Grimm. Mal sehen, wie es ausgeht. Also Max sollte umgebracht werden. Okay, ja, ja. Ganz die Zusammenhänge. Ein leerer Sockel, da fehlt doch was. Habe ich nicht. Dumm, so dumm. Dumm, so dumm. Weil, also, es ist halt irgendwie so. Kräftige Gitter. Kräftige Gitter. Sarah, einer. Kräftige Gitter. Dieses Webnetz wird mein Gewicht niemals halten. Ein Aztekenschein. Es gibt auf jeden Fall. Dieses Webnetz wird mein Gewicht niemals halten. Also in jeder Story gibt's eine Metapher. Also spielt quasi der Morgen mit. Der Link. Da geht Energie durch den Boden. Sieht gefährlich aus. Gepfählte Aztekenkrieger. Und sie schreien. Gepfählte Aztekenkrieger. Und sie schreien. Ein Steinkopf. Scheint auf die Statue Energie zu übertragen. Diese Bodenplatten sehen beweglich aus. Ich probiere mich übrigens nur blind durch, ne? Ist, denke ich, klar. Ich habe weder bei dem Rätsel vor mit den Zähnen noch sonst was irgendeinen Anhaltspunkt. Da die Rätsel aber im Prinzip immer gleich sind. Man muss eine gewisse Folge von Dingen tun. Meistens sind es die letzten Teile, die man drückt. Es ist so geil. Es ist wirklich so geil. Ich kann jetzt noch einen Fehler machen. Einen Fehler kann ich noch machen. Dann habe ich alle Fehler begangen, die man begehen konnte. Dankeschön. Okay, immerhin. Zu bewegen. Brauchen wir. Nein, nein, ah. Nein, nein, wir brauchen ihn. Ein Ge- Ein Monolith aus Kristall.
Da ist etwas drin. Allerdings. Ihr Geschrei kann Trommelfälle zerreißen. Geister, die über den toten Kriegern schweben. Das ist dezent morbide. Ein Teil der Engelsstatue war in dem Kristall eingeschlossen. Der rechte Flügel der Engelsstatue. Okay. Ja. Probiert euch einfach aus. Der rechte Flügel, ein grimm. Probiert euch einfach aus. Es ist so. Ja. Ich habe auch kein System mehr. Sondern ich probiere es wirklich einfach. Ich check ab, was kann man machen, was gibt's für Folgen. Komische Hütte. Sieht aus wie die Bauwerke, aus denen der Insektenstaat bestand. Große Maden. Ich muss das Kabel zerschneiden, um das Stück der Statue runterzukriegen. Komisches Gerät. Es hat 4 Kontrollregler. Der Unterbrecher funktioniert. Jetzt kann ich ans Gitter. Klar. Diese Maschine macht ein seltsames Geräusch. Scheint eine Art Unterbrecher zu sein. Ich muss das Kabel zerschneiden, um das Stück der Statue runterzukriegen. Ein Gitter am Boden. Unten drunter ist ein Tunnel. Das kann ich nicht tun. Mach du doch. So, und jetzt rein da. Ups. Warte, ich muss mal wieder speichern. Ich hab schon wieder so Schiss, weil ich hab vorher schon wieder, ich hab's die Grube genannt, weil wir in die Grube gefallen sind, weil wir vorher schon wieder so viel verloren hatten und ich musste das nachspielen, das ist... Ja. So, Maya. Die Dornen. Ich muss das Kabel zerschneiden, um das Stück der Statue runterzukriegen. Brauchst du dafür irgendwas? Ein Grimm. Ich muss das Kabel zerschneiden. Okay, das können wir nicht einfach so machen. Wir brauchen irgendwas zum Zerschneiden von den Gegenständen. Ich bin gespannt, ob ich jemals wieder ein Spiel spielen werde, das so skurril ist. Also mit Sicherheit Point and Clicks. Definitiv. Das macht mir auch mega Spaß irgendwie. Auch wenn ich manchmal kurz vorm Durchdrehen bin. Was bei solchen Spielen vielleicht gar nicht so... Eine Brücke aus Dornen. Aua. Was man vielleicht dezent nachvollziehen kann. Diese Kürbisse sehen aus, als ob sie leuchten. Warum nur? Weil man Musik drauf spielen muss. Das müssen irgendwelche Illusionen gewesen sein. Sag bloß! Wie alles andere auch. Ach, jetzt kommst du drauf! Ein menschlicher Schädel. Was ist denn das? Sieht aus wie ein riesiges Auge.
tritt doch mal genau auf die Pupille. So, mein Freund, du willst wohl deinen Kopf zurück, oder? Sehe ich das richtig? Ein Mensch. Nicht den Kopf verlieren. Tja. Eine steinerne Gruft. Die kam aus dem Boden. Deckel aus Zement. Sieht schwer aus. Das kann ich nicht tun. Der Kopf der Engelsstatue. Jeddas Körper. Ohne Kopf. Kein Wunder, dass er so unruhig war. Jeddas Körper. Ohne Kopf. Der Kopf der Engelsstatue. Nein, ich sag nichts mehr. Ich sag nichts mehr. Es ist so herrlich. Da ist ein scheiß Leichnam, der rumläuft und sich saumäßig ärgert, so Jeddas Kopf. Kein Wunder, dass der so wütend war, nur nach dem Tod. Der Kopf. Und jetzt? Das kann ich nicht tun. Ah, nerv mich nicht, Mann! Kräftige Gitter. Ein Dieses Webnetz wird mein Gewicht niemals halten. Kräftige Gitter. Kräftige Gitter. Kräftige Gitter. Kräftige Gitter. Warte mal, die Kerzen da drüben, müssen wir die mitnehmen? Nee. Sarahs Puppe. So, wir brauchen jetzt noch den Körper. Nur noch den Körper, Freunde. Der hängt da an dem Seil dran. Sarahs Puppe. Komm rein da. Ups. Komische Hütte. Ich muss das Kabel zerschneiden, um das Stück der Stadt. Mit der Kabel zerschneiden? Nein, vielleicht was anderes. Vielleicht der andere Flügel? Das ist nicht okay. Mit dem Kopf? Nein, vielleicht was anderes. Ziehen wir weiter? Nein. Na, steck den Kopf wieder ein. Es fehlt nur noch der Körper, dann haben wir alles. Wir brauchen irgendwas zum Zerschneiden dieser. Irgendwas, Freunde. Ein bemaltes Glasfenster. Ein bemaltes Glasfenster. Ein leerer Sockel, da fehlt doch was. Der Engelstatue hat ja auch alles begonnen, ne? Wenn wir uns so ein bisschen zurückerinnern. Ein grüner. Was ist, wenn wir da nochmal hinhauen? Jetzt hab ich's. Jetzt hab ich's. Jetzt. Ein Grimwald Comic-Heft. Wahrscheinlich haben die Farben angegeben, in welcher Reihenfolge man die Zähne drücken muss. Oder? Aus einem Loch im Rohr kommt Dampf. Ein Vogelhaus. Ein Vogelhaus. Ein Vogelhaus. Aus einem Loch im Rohr kommt Dampf.
ein... Schätze, es ist wahr. Du kannst... Komm mir nicht mit irgendwelchen Weisheiten, Junge. Wir brauchen irgendwas zum Zerschneiden, aber ich... Bretter, die über den Graben reichen. Sieht aus wie eine Brücke. Danke, Sherlock. Das kann ich nicht tun. Irgendwo brauchen wir was zum Zerschneiden. Ich dreh durch, Mann. Ich werde auch noch wahnsinnig mit dem Spiel. Der linke Saar. Das kann ich nicht tun. Ein gigantischer Clownskopf. Das kann ich nicht tun. Könnt ihr doch Dornen. Ein gigantischer Clownskopf. Ist er hässlich? Unser einziges Problem, Digga. Ich klick gerade wie wild alles an. Ein Glasfenster. Dieses Webnetz wird mein Gewicht niemals halten. Ich klick gerade alles wild an, um irgendwie zu hoffen, dass ich Glückstreffer lande. Oh, Entschuldigung. Ah. Geister, die über den toten Kriegern schweben. Geister, Weißblut. Ich häng so fest. Kräftige Gitter. Sah ein So wie ich das Spiel kenne, gibt's wieder irgendetwas Futzliges. Diese Maschine macht ein seltsames Geräusch. Scheint eine Art Unterbrecher zu sein. Eine Wabe. Sieht aus, als ob was drin ist. Ja, dann los! Der Kopf der Engelsstadt. Ja, was war da jetzt drin? Ein Insektenunterkiefer. Da ist es! Halt's Maul! Da ist es, diese Insektenunterkiefer! Na also, es geht doch hier! Oh Gott! Ich glaube, das Spiel dauert nicht mehr lang. Ich glaube, wir sind kurz vorm Endspurt. Der Kopf. Ciao. Ich würde. Space. Komm hier noch rein. Ich will jetzt noch die Engelstatue zusammensetzen. Große.
interessiert gerade. Der Körper der Engelsstatue. Ja, das interessiert uns. Dankeschön. Ich war bloß vorher auch wegen dem Abbruch so angepisst, weil ich dreimal Herr der Ringe neu starten musste heute. Und deswegen war ich schon so, boah. Lass jetzt hier ja nicht schief gehen. Und zack, stirbt das Spiel ab. Körper. Besser, aber noch nicht ganz komplett. Flügel. Besser, aber noch nicht ganz komplett. Flügel. Der Recht. Besser, aber noch nicht ganz komplett. Der Kopf. Öffne die Engelstür für uns. Die Statue ist wieder zusammengesetzt und ein Portal hat sich geöffnet. Die echte Welt muss ganz nah sein. Ich kann's fühlen. Allerdings, ich kann's auch fühlen. Ich kann's auch fühlen und wir müssen uns beeilen, ja. Wir müssen uns definitiv beeilen. Aber wie und wohin uns das Portal führt, finden wir das nächste Mal heraus, Leute. Tut mir leid, hasst mich nicht. Es wird immer anstrengender. Gut, Point and Click halt, ne? Rätsel und sowas. Ich habe komplett den Faden verloren. Ich blick gar nicht mehr durch. Alles ist irgendwie eine Metapher zum Dr. Morgan. Jede Welt, die Aztekenwelt, die Zyklopenwelt, die Kinderwelt. Und irgendwie verarbeitet er gewisse posttraumatische Dinge nicht so ganz. Also hoffentlich setzt sich am Ende noch ein bisschen was zusammen. Sonst sitze ich wieder so ein bisschen nackig da. Das wäre auch nicht so schön. Ich freue mich aufs nächste Mal. Bleibt bis dann gesund. Haut rein, euer Odin Let's Play. Ciao, ciao. Ruhezeit. Allerdings.